Magna den Rest soweit repariert bekommen und jetzt muss ich noch geheilt werden. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Lights. Ja, Zweierhölle. Die Systeme sind alle wieder ganz, aber Zweierhölle. Jetzt brauche ich mal einen Laden. Kein Laden, nur Schiffe. Wünsche ich mir im Normalfall, aber heute, jetzt so, Wenn, dann gehen wir eh nach oben. Würde ich sagen. Vielleicht ist hier kein Schiff und da kein Schiff. Mal gucken, ich gehe dahin. Im Zweifelsfall heute mal nach links. Ne, im Zweifelsfall nach rechts. Hat mir viel gebracht. Gucken wir mal. Was für ein Gegner. Dreierschildgegner wieder. Naja. Teleporter hat er. Irgendetwas Rotes kommt auf dich zu. Es sind Mantas. Irgendetwas Rotes. Könnte man als Folgentitel benutzen. Irgendetwas Rotes kommt auf dich zu. Wir hacken auf jeden Fall. Na, geht haben sie nicht. Also können wir das überleben. Das ist ein Zweierschuss. Bombenwerfer und Strahl, der bloß Schaden macht, wenn wir kein Schildsystem haben. Das könnten wir schaffen mit dem Zoltanschild. Jetzt hacken, das müsste passen. Ja, eher etwas zu lang gewartet, aber lieber etwas länger als zu kurz. Ja, stimmt, der bekommt bloß 2 Punkte weg. Ach, das habe ich schon wieder verpeilt, ich Dödel. Mann! Teldarin hatten wir auch noch nie als Namen. Meine ich. Jeder Schuss muss sitzen, damit wir durchkommen. Oh, ich habe das Hacking verpeilt. Ich Dödel. Jawohl, ein Schuss geht daneben. Das ist ja super. Hätte ich doch mal lieber noch die paar Sekunden abgewartet. Das kommt davon. Jetzt warte ich aber auch noch Hacking ab. Mit der Hölle. Bitte nicht die Schilder. Oh, nicht die Waffen, die Schilder. Wir müssen schon vorher ausweichen können. Kameras, du bist zwar langsam, aber weg da. Wir müssen jetzt viel reparieren. Bei den Waffen, Cockpit beim Antrieb, nehme ich niemanden weg. Jetzt kommen sie rüber. Oh Gott, es gibt Hüllenschaden. Scheiße. Wir brauchen aber auch den Schildpunkt, weil da... Okay. Okay, dann müssen wir opfern. Antrieb opfern. Ja, du gehst nicht zuerst rein, sonst darfst du gleich wieder rausgehen. Oh, jetzt schießen die auch noch so oft. Zweimal nehme ich. Okay, wir warten noch ab, bis der Schuss vielleicht vorbeifliegt. Nein! Jetzt dürfen wir auf keinen Fall Schaden beim Türsystem bekommen. Oha! Jetzt ziehe ich doch jemanden ab, weil Waffen sind eh gerade geladen. Definitiv keinen Schaden beim Türsystem, ansonsten war es das und kein Schuss darf mehr treffen. Ach du Kacke. Sauerstoff ist ja auch noch aus. Oh. Den hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Scheiße. Mann. Ach, dieser Mann, das ist ein verkohlter Uniform. Der hat uns richtig was reingeritten. Ja, auch noch eine Neonbombe drauf. Ich hab gehofft, ich krieg einen Mantis und hab gehofft, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass wir ihn bekommen. Es war auch noch so ein starker Gegner. Na, es war zu erwarten. Dein Schiff wird in Stücke gerissen, als eine letzte Explosion dein Schicksal besiegelt. Super. Noch nicht mal hier drin, aber das habe ich auch nicht erwartet. Mann. Es war so ein tolles Schiff. Wir hatten schon ziemlich tolle, ja, die beiden wichtigen Systeme. Und auch schon eine gute Waffe. Eine gute Waffe. Keine super-duper Waffe. Eine gute. Mann. Ist ärgerlich, aber so läuft es halt manchmal. Jedes Schiff ist einmal... Also jedes Schiff ist immer ein unterschiedliches Schiff. Kein einziges Schiff kommt hier ein zweites Mal vor. Bei der Gesamtliste. Gut, das war jetzt welcher Kreuzer? B? Das war die 54. Stimmt, die 53 war der große Erfolg. Dann kommt jetzt die 55. Zufällig. Genau, besiege das Flaggschiff mit Typ A und B.
Was kommt eigentlich als nächstes? Ach, das Mantis-Schiff, das haben wir schon freigeschaltet. Die 55 mit Phillips, Liam und Alex. Gut. Daten. Schildpunkt, das wird eine Tortur werden, den ganzen Schrott zu bekommen. Aber wir haben erst Hüllenschaden bekommen, als wir eine gute Verteidigung hatten. So richtig Hüllenschaden. Ein Notfall nehmen wir gleich mit. Ah, Treibstoff abgeben geht ja noch zu Beginn. Das Schiff, das das Nutzinger sendet, ruft dich. Entschuldigung, aber uns ist der Treibstoff ausgegangen und wir kommen nicht aus dem Sektor. Können Sie uns vielleicht aushelfen? Zweimal Treibstoff geben heißt 6 Schrott abgeben. Das machen wir und bekommen dafür 23 Schrott. Danke, hier nehmen Sie diesen zusätzlichen Schrott als Belohnung. Als Bezahlung. Vielen, vielen Dank. Das hilft uns schon mal sehr für diesen ersten Schildpunkt. Auf dem Weg dahin. 2 Nebel. Nehmen wir die mit? Liegen gut beim Ausgang. Der Ausgang ist sehr mittig. Oh Gott. Dahin können wir auch noch. Und dann so und dann so und dann hier herumtingeln. Von hier aus geht's nicht zum Ausgang. So, so, 3. Dann hier Nebel. So, und dann müssen wir schon wieder... Ah, hier oben geht's nicht lang. Okay, machen wir so. Du entdeckst ein kleines Rebellenschiff in der Nähe. Es scheint für den Transport umgebaut worden zu sein. Es scheint dich und dein Schiff nicht angreifen zu wollen. Übergabe ihrer Waren verlangt, das machen wir. Du machst dich bereit, um ihre Fracht mit Gewalt zu übernehmen. Die wollen doch abhauen. Ja, genau. Sie wollen anscheinend nicht kämpfen, sie versuchen zu entkommen. Das ist so ein schönes Grün, aber auch nur, weil wir keinen Schildpunkt haben. Oder deswegen sieht es besonders schön aus, sagen wir es mal so. Die wollen abhauen, ja, dann müssen wir da drauf gehen. Das war ein Leto. Ah, so schnell ist er nicht mit seinem Schildpunkt. Schildsystem muss schon mit. Moment, dann lassen wir Sauerstoff liegen. Ja, wir kommen noch komplett durch. Und Antrieb. Praktisch nutzlos, weil Cockpit kaputt. Rakete kommt wieder. Wir haben nur noch Schlitter, müssen wir aufpassen. Ah, Rakete bleibt da. Cockpit ist noch kaputt. Letzte Rakete, ansonsten macht's Schaden. Sperrstrahl bereit, aber da warte ich jetzt noch. Gerade noch Schwein gab's, der Punkt wieder kam. Wobei, ich habe ja eh hier drauf gesetzt. Oder nee, ich habe 2 mal auf Waffen, glaube ich. Na egal, Cockpit wieder ganz, ist nicht gut. Oh, auf die Waffen will ich eigentlich auch mal. Wir haben ja noch den Jungkram, da müssen wir jetzt nicht zwingend auf die... auf das... Schildsystem gehen mit dem Sperrstrahl. Cockpit wieder rot, Waffen angeschlagen, Rakete noch da, das gibt Schaden, aber zum Glück bloß einen Balken. Maximal. Vielleicht weichen wir aus? Nee. Sauerstoff aus. Oh Mann, die schöne Crew. Ja, wir hatten 6 Leute. 2 Engi und ein Felis. Das war toll. Oh Mann. Nee, ausweichen muss schon. Die paar Sekunden brauchen wir jetzt nicht zwingend. Jawohl, nicht meine Raketenwaffe weg. Das schaffen wir schon ohne Waffenverbesserung. Also Nachladeverbesserung. Wieder da. Sperrstrahl gibt den Rest. Und das Schiff scheint Waffen transportiert zu haben, aber wir haben sie kaputt gemacht. Aber nichts hat den Kampf überstanden. Wir bekommen 15 Schrott. Mann, brauchst du lange beim Reparieren? Ich bin schon etwas die Engi geworden, die da zu Werke waren. Im letzten Schiff. Noch ein Notfall.
Na, ich warte mal wegen Sauerstoff. Könnten wir gebrauchen. Auch hier geht das halt nicht voran. Das ist schade. Ich meine, es ist ja gut, dass das Spiel dadurch auch angehalten wird, wenn man zum Beispiel hier gerade irgendwas guckt. Aber es kann eben auch doof sein in so einem Fall. Dumm-di-dumm-di-dumm. So, jetzt reicht's aber. Treibstoff wird schon wieder langsam knapp. Das Notsignal scheint von der Oberfläche des nahegelegenen Monds zu kommen. Deine Sensoren erfassen eine einzelne Lebensform. Ach, dieser Verrückte. Auf die Oberfläche gehen und Signal untersuchen. Du triffst auf eine Kolonie, die anscheinend vor kurzem angegriffen wurde. Als du dir die Verwüstung ansiehst, findest du einen einzelnen Überlebenden. Ihm die Aufnahme in deine Crew anbieten, ihn zu seiner Familie auf einem nahegelegenen Planeten in diesem System bringen. Das werde ich wohl eher machen. Ich habe hier das Gefühl, der bringt einen von uns um. Vielleicht kann der Gedanke, dass er seiner Familie, dass er seine Familie wiedersehen kann, ihn beruhigen. Wobei, hier kommt er auch zu uns, da könnte er uns auch tot machen. Aber wir können ja nicht sagen, hier, bleibt da. Na toll. Die Familie des Überlebenden ist überglücklich über seine Rettung und sorgt dafür, dass die Hülle deines Schiffs repariert wird. Ein Höhenpunkt repariert. Hat sich jetzt nicht gelohnt, ich hätte lieber was anderes genommen, aber geschenkter Gaul, ne? Noch ein Notfall. Okay, nehmen wir auch noch mit. Dann gehen wir aber gleich dahin. Ah, wobei. Scheibenkleister. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zum Notfall. Ich will helfen. Oh, viermal Treibstoff. Wird ja immer besser. Hallo, ist das schön, Sie zu sehen. Uns ist der Treibstoff ausgegangen und wir treiben schon seit Wochen durchs All. Wir hatten schon befürchtet, dass uns Piraten oder diese verdammten Rebellen finden. Hätten Sie vielleicht etwas Treibstoff für uns? So viel Treibstoff, das muss doch eine dicke Waffe geben, oder? Oh, die haben eine Flak. Die hätte ich gerne. Ich mach's mal. Ich hoffe mir was ganz, ganz Tolles. Also, wir geben 12 Schrott ab in Form von 4x Treibstoff und bekommt 23 Schrott. Danke, hier nehmen Sie diesen zusätzlichen Schrott als Belohnung. Bezahlung. Vielen Dank. Das bleibt mir gleich selbst liegen. 71 Schrott, aber reicht noch nicht. Du entdeckst eine kleine Station in der Nähe und spürst das Beben der Schüsse, die durch das Schiff hallen. Ohne Sensoren bist du dir nicht sicher, aber es könnte Eindringlinge auf deinem Schiff geben. Sie können Superschild umgehen. Eindringlinge sind an Bord. Ah. Das Waffensystem kann zum Glück was ab. So, mal Türen aufmachen, damit die hier zu uns kommen. Aber mit Soltan muss man diese Taktik fahren. Die sind nicht zweikampfstark, vor allem nicht gegen 4. In dem Fall Menschen. Großes Zischen. Erschreckend, oder? Aber hier drin ist ja noch genug Sauerstoff für uns. Änderung sieht cool aus. Au. Was, dieser eine Arsch hat da weitergemacht? Och, bist du doof? Ja, bevor er stirbt, macht er nochmal Schaden, sagt er sich. Arschloch. Hol nicht den Frieden. Wer soll denn unser Superreparateur sein? Der Waffenhans oder der Antriebshans? Ich glaube eher. Ah, ist eigentlich egal. Aber ich sollte mich im Zweifelsfall auf einen festlegen. Waffen haben schon Fortschritt. Also, der Waffenhans hat Reparaturfortschritt. Beim Cockpit werde ich niemanden abziehen mit nur einem Balken und Antrieb eigentlich auch ungern. Aber Waffen langsam aufladen ist auch nicht schön. Waffen gut reparieren können ist aber schön. Insofern gehst du alles reparieren. Du gehst gleich weiter. Wir müssen noch eh wegen Sauerstoff warten. Dieses Einreparieren lassen bietet sich gerade gut an. Bietet sich gerade gut an, weil wir gerade eh auf den Sauerstoff warten. Der Notfall hat sich ja voll gelohnt hier hinten. Also klar, wegen Schrott, aber. Jetzt haben wir hier im Nebel nichts gefunden, die Rebellen verlangsamt. Naja.
Wobei, so viel Treibstoff abgegeben und so viel Schrott. Na gut, man bekommt hier tendenziell etwas weniger Schrott in allen Belangen. Naja, mal gucken, ob wir auch bis zum Ausgang kommen. Sperrstrahl. Oh, Pulsar. Nee, Ionensturm. Du triffst auf zwei schwer beschädigte Schiffe, die durchs All treiben. Hier hat es einen Kampf gegeben. Du sammelst gerade einige nützliche Trümmerteile ein, als du hörst, wie sich jemand an Bord teleportiert, gefolgt vom Geschrei einer Intermannschaft, die natürlich Superschilder umgehen kann. Sie können Superschilder umgehen. Eindringlinge sind an Bord. Eine Rakete in drunter und 18 Schrott finden wir noch. Das ist schon mal gut, wenn schon Eindringlinge an Bord sind. Waffen brauchen wir gerade nicht. Eindringlinge an Bord, da gehen wir auf Nummer sicher. Nochmal den ganzen Spaß. Es gibt auch wieder Hüllenschaden. Nein, nicht den. Okay, wir sind die erstmal bloß daraus, wenn ich jetzt alles aufmache. Könnte das schwierig werden mit. Ja. Dann lassen wir die zwei hier. Wir machen hier auch noch auf, damit die auf jeden Fall hier in die Richtung gehen. Wir wollen die zur Krankenstation nutzen. Hoffentlich schaffen die das nicht kaputt zu machen. Kacke, kacke, das schaffen die. Mist, jetzt kann ich nicht alles aufmachen. Also die Tür ist gerade auch blöd. Sauerstoff ist ja aus. Ach Mann. Das passt mir gerade gar nicht in den Kram. Es sind noch mindestens 4 Leute, ne? Wobei, Antrieb wird gerade bekloppt. Okay, wir lassen hier Sauerstoff. Solange können wir hier überleben, aber diese Türen offen sind, gefällt mir nicht, weil jetzt können die auch hier so lange herumtingeln, um diese Krankenstation herum. Das ist blöd. Ja, klopft sich mit dem. Antrieb wird auch bekloppt, aber da gehen sie gleich raus, weil ja, Sauerstoffmangel. Ah, es sind bloß 2, das ist gut. Wenn es jetzt 4 gewesen wären, wäre das richtig ekelhaft geworden. In der Zwischenzeit kannst du hier mal dich vorbeischlängeln, zwischen den Fäusten und ganz machen. Wir kümmern uns erstmal um die hier. Wir haben noch in den umliegenden Räumen etwas Sauerstoff. Krankenschützerin ist auch wirklich an, ja, aber die haben ja eh Strom bei sich. Ah, noch mehr Höllenschaden. Ach, da ist auch jemand drin. Ach, stimmt. Doch nicht plus 4. Doch nicht plus 2, so rum. Es gibt schön Höllenschaden. Oh, das ist ja super. Wo schießen die gerade? Cockpit. Okay, das geht auch flöten. So, die kommen da raus und kloppen sich jetzt hier. Dann gehst du hinterher. Wobei, Sauerstoff wird eng. Geh mal rein da. Außentüren habe ich nicht offen. Gut. Das wollte ich jetzt mal überprüft haben. Komm, Sauerstoff fließt da rein. Der kann nicht so lange ohne. Der hat nicht so viele Lebenspunkte. Jawohl. Das Schraffierte ist weg. Wir haben es überlebt. Krasser Scheiß. Nee, jetzt Moment, jetzt soll Alex immer reparieren. Nee, beim Sauerstoff lege ich jetzt keinen Kompromiss ein. Den will ich jetzt erstmal sicher haben. Am Ende sterben die noch deswegen. So, du gehst da jetzt aber raus. Den Rest macht Alex ganz. Unser kleiner Reparaturmeister. Gut. Ich würde mal sagen, ich will jetzt nicht die 40% hier abwarten und nichts machen. Dann machen wir die Folge ausnahmsweise schon mal einen Hauch eher zu Ende und sehen uns dann am nächsten wieder mit 100% Sauerstoff. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.